Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Teil der Ringvorlesung Klimakrise. Mein Name ist Rüdiger Hahn. Ich leite hier an der Universität Düsseldorf, an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, den Henkel-Stiftungslehrstuhl für Sustainability Management, also für Nachhaltigkeitsmanagement. Ich beschäftige mich also in Forschung und Lehre damit, wie Unternehmen soziale und ökologische Fragestellungen in ihre Unternehmenstätigkeit integrieren, welche Anforderungen an sie gestellt werden, wie sie diesen gerecht werden können. Und vor dem Hintergrund ist mein Thema heute auch in der Veranstaltung Unternehmen und Klimawandel. Und ich möchte mit Ihnen im Wesentlichen jetzt drei Fragen diskutieren und hoffentlich zum Teil beantworten. Und das wären dann zum einen die Frage, welchen Einfluss haben denn Unternehmen überhaupt generell auf den Klimawandel? Das heißt, welche Anteile sind unternehmensgemacht, wofür und wie kann man diese abgrenzen? Dann, welche Risiken natürlich auf der einen Seite, aber auch welche Chancen auf der anderen Seite entstehen eventuell für Unternehmen aus dem Klimawandel? Und als drittes dann, wie kann unternehmerisches Klimamanagement oder Klimaschutzmanagement tatsächlich aussehen? Den Fokus lege ich im Wesentlichen auf die dritte Frage. Die ersten beiden sind so einführend für Sie, um ein bisschen das Themenfeld zu besetzen. Und am Ende freue ich mich dann auf den digitalen Austausch mit Ihnen. Gehen wir also zunächst der Frage nach, welchen Einfluss Unternehmen überhaupt auf unser Klima, auf Klimawandel haben. Wo sind die größten Stellschrauben hier? Ich habe Ihnen da zunächst mal ein paar Statistiken mitgebracht. Wir gucken hier zunächst einmal Deutschland uns an. Was Sie jetzt hier sehen, ist die Statistik der CO2-Verbräuche in Deutschland von den verschiedenen Sektoren oder CO2-Äquivalente. Das werde ich im Wesentlichen jetzt synonym der Einfachheit halber mal verwenden. Sie kennen die Unterschiede ja schon aus den Anfangsvorlesungen. Und wir sehen jetzt hier, dass Unternehmen eben entweder direkt oder indirekt tatsächlich den überwiegenden Teil der Treibhausgasemissionen in Deutschland beeinflussen. Sie sehen das hier auf der Folie. Ich habe Ihnen das mal dick rot hier markiert auf der einen Seite. Da dieses graue Feld, das sind die direkten Emissionen in der Industrie, von der Industrie in Deutschland. Und das, was Sie hier jetzt so leicht gepunktet rot hinterlegt sehen, oben und unten, das sind zumindest indirekte Emissionen, die zum Teil der Industrie wenigstens zugeschlagen werden können, wenn es dann eben beispielsweise um die Energie geht oder die Energiewirtschaft, um die Frage von Verkehr, von Landwirtschaft und Ähnlichem. Wir sehen also, dass Unternehmen einen sehr, sehr großen Einfluss auf Klimawandel haben. Sie machen das natürlich nicht zum Selbstzweck, sie machen es letztendlich dazu, also zum Selbstzweck im Sinne von, sie wollen natürlich Gewinne erwirtschaften, selbstverständlich. Aber letztendlich sind die Unternehmen ja auch da, um uns unseren Konsum zu ermöglichen, unseren Lebensstil zu ermöglichen. Insofern ist das ein bisschen irreführend, wenn Sie hier oben dieses kleine türkise Eckchen sehen. Das sind die privaten Haushalte. Natürlich haben wir auch indirekte Emissionen durch das, was die Industrie für uns leistet. Das möchte ich der Einfachheit halber jetzt mal hier ausklammern. Wir wollen ja gucken, wie weit Unternehmen tatsächlich dazu beitragen können, Klimaschutzmanagement zu betreiben. Wenn wir uns jetzt hier die Industrie angucken, dann können wir das natürlich auch ein bisschen ausweiten. Wir können auch ein bisschen differenzierter uns das Ganze angucken. Und ich habe jetzt wiederum eine Zahl oder eine Statistik aus Deutschland für Sie. Und da sehen Sie, wenig überraschend, dass vor allen Dingen natürlich die energieintensiven Industrien die Treiber für CO2-Emissionen oder CO2-äquivalente Emissionen in Deutschland und in der Welt natürlich sind, weil dort die größten Primärenergieträger fossiler Art verbraucht werden. Das ist hier eben die Metallindustrie, die Glasverarbeitende Industrie und ähnliches, chemische Erzeugnisse. Ich komme da gleich am Ende unserer Vorlesung nochmal drauf zurück. Da werde ich dann nochmal auf eine dieser Zahlen einmal kurz eingehen, aber das, damit Sie so ein bisschen so ein Bild davon bekommen, wo kommt das Ganze denn her? So, jetzt können wir das Ganze uns noch ein bisschen weiter anschauen. Wir kommen jetzt auch mal wirklich so ein bisschen in diese Frage, wirklich, wo kommt es denn nun genau her? Das heißt, wenn wir jetzt von CO2, CO2-Äquivalenten, Treibhausgasen sprechen, dann werden die ja im Wesentlichen produziert dadurch, dass fossile Energieträger letztendlich genutzt, verbrannt werden. Und wenn wir uns dann mal hier eine weltweite Statistik angucken, jetzt bekommen Sie erstmal keinen Schreck, bitte. Das ist sehr, sehr bunt hier hinter mir. Ich erkläre Ihnen, was da drauf ist. Sie sehen letztendlich jetzt hier Unternehmen hinter mir. Diese ganzen verschiedenen Farben sind also unterschiedliche Unternehmen. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass es bei der Gewinnung der fossilen Energieträger weltweit eine sehr, sehr starke Konzentration gibt. Seit 1988 sind lediglich weltweit 100 Unternehmen für die Gewinnung von 71% der Energieträger verantwortlich, die letztendlich die weltweiten Treibhausgase ausstoßen. Seit der industriellen Revolution sind es dieselben 100 Unternehmen, die 52% der Treibhausgase letztendlich aus der Erde rausgeholt haben, wenn sie so wollen.
Als einziges deutsches Unternehmen ist auf dieser 100er-Liste RWE drauf, mit den großen Kohlefördergebieten, wo natürlich dann auch sehr stark dann bei der Verbrennung der Kohle CO2 anfällt, natürlich in der Verstromung beispielsweise. Das ist jetzt aber nur eine Seite der Medaille oder ein Ausschnitt dieses Bildes, weil wenn wir uns jetzt überlegen, wofür wird das alles getätigt, dann können wir natürlich jetzt nicht sagen, ja, wir stellen jetzt diese 100 Unternehmen ein, weil dann letztendlich wir überhaupt nichts mehr machen würden insgesamt. Sie würden nicht mehr konsumieren, ich würde nicht mehr konsumieren, die gesamte Wirtschaftszweige würden brach liegen, weil eben noch sehr, sehr viel auf diese fossilen Energieträger gesetzt wird, genutzt werden muss. Und das ist eben nicht nur der Verkehr, wenn Sie Ihr Auto tanken oder ein LKW getankt wird oder ein Flugzeug oder wenn eben Energie in einem Kohlekraftwerk hergestellt wird, sondern das ist natürlich auch die ganze Produktion, Plastikproduktion und so weiter und so fort, Kunststoffe. Das ist ein wahnsinnig breites Feld, was auf solche fossilen Rohstoffe aufbaut. Und deswegen können wir uns als nächstes fragen, wer ist denn mehr oder weniger indirekt dafür verantwortlich? Weil die eigentlichen Emissionen fallen dann ja an, wenn diese fossilen Energieträger dann auch wirklich verbrannt werden. Und das geschieht dann wiederum nicht bei den 100 Unternehmen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, sondern bei deren Kunden oder vielleicht sogar bei den Endkunden bei uns. Und jetzt hier wieder, auch da, erschrecken Sie bitte nicht, das ist dieselbe Studie, die Sie gerade gesehen haben, also ähnliche Farbgebung wieder. Und Sie sehen hier unten so einige Unternehmen aufgeführt. Und was Sie dann hier so leicht, ich zeige Ihnen jetzt mal gerade ganz kurz wieder hier mit dem Cursor in so lila sehen, in den dunklen, das sind die direkten Emissionen dieser 100 Unternehmen. Also nur dieser kleine Balken hier unten und alles, was groß da oben drauf kommt, das ist letztendlich, die Emissionen, die dann über die Nutzung dieser Energieträger freigesetzt werden, die diese Unternehmen aus dem Boden rausgeholt haben. Und dann stellt sich als nächstes die Frage, wer kann denn jetzt Klimaschutzmanagement am besten betreiben? Das heißt, wo senken wir denn jetzt CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen? Und da kommen wir dann in die Diskussion um sogenannte Scopes. Ich habe kein gutes deutsches Wort dafür. Ich habe mal drüber nachgedacht, ob man es direkt übersetzen kann. Funktioniert aber nicht so gut. Ich sage Ihnen jetzt einfach, was diese verschiedenen Scopes sind und dann werden Sie das sicherlich ganz gut erfassen können. Sie sehen das jetzt hier schon auf dieser Grafik. Da steht etwas von Scope 1 und Scope 3. Scope 1 waren diese lilanen Balken hier unten, also die direkten Emissionen der fördernden Unternehmen. Und alles darüber hinaus sind eben weitere Scopes. Warum ist das wichtig? Was sagt uns das? So, im Mittelpunkt dieser Frage des Scopes steht im Prinzip diese Ursprungsfrage, die ich gestellt hatte. Wer verursacht denn eigentlich was? Und wir unterscheiden hier zwischen sogenannten Scope 1, Scope 2 und Scope 3 Emissionen. Sie werden jetzt gleich feststellen, warum das relevant ist. Ich habe auch noch ein kleines Quiz gleich für Sie vorbereitet. Scope 1 Emissionen sind die Emissionen, die von den Unternehmen unmittelbar direkt in ihren eigenen wirtschaftlichen Tätigkeiten ausgestoßen werden. Das heißt, hier gucken wir uns die unternehmenseigenen Einrichtungen an, nehmen Sie eine Fabrikanlage oder ähnliches, und auch den unternehmenseigenen Fuhrpark. Alles, was dort direkt emittiert wird an Emissionen, das ist der sogenannte Scope 1, das sehen Sie hier in der Mitte in dem grauen Balken. Das ist aber natürlich noch nicht das Ende des Spiels. Das sind nicht sämtliche Treibhausemissionen, weil wir haben dann eben noch die Energie, die zugeführt wird. Und da kommen wir zu den Scope-2-Emissionen. Scope-2-Emissionen, das ist der kleine Balken, den Sie links sehen. Das sind dieser hellgraue Balken, das sind die sogenannten Scope-2-Emissionen. Das sind sämtliche Emissionen, die dadurch anfallen, dass diese Unternehmen für ihre Tätigkeit eben Energie von außen beziehen. Das heißt, sie kaufen Elektrizität, weil die meisten Unternehmen stellen keine Elektrizität selber her. Einige tun es auch, aber die meisten stellen keine Elektrizität selber her, sondern kaufen Elektrizität am Markt von Energieversorgern und ähnliches. Und bei der Herstellung dieser Elektrizität letztendlich oder eben auch anderer Energie, Dampf, Heizwärme und ähnliches, da fallen Emissionen an. Und diese Emissionen fallen natürlich jetzt bei beispielsweise den Elektrizitätswerken an, in den Kraftwerken. Diese Kraftwerke sind aber nicht unternehmenseigene Kraftwerke, aber die Energie wird ja hergestellt, um für das eine Unternehmen die Fabrik letztendlich am Leben zu halten. Das sind die sogenannten Scope-2-Emissionen. Das ist aber immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben jetzt auch noch Scope-3-Emissionen und die gehen in beide Richtungen, wie Sie hier sehen. Wir haben das einmal vorgelagert und einmal nachgelagert. Vorgelagerte Aktivitäten heißt jetzt hier, dass Sie solche Emissionen haben für Einsatzstoffe, für Güter und ähnliches, die Sie von außen beziehen eben, von beispielsweise Ihren Vorlieferanten.
Die Herstellung, für die Herstellung dieser Güter sind wiederum CO2-Emissionen angefallen und in die Luft geblasen worden. Und wenn die jetzt dann in Ihr Unternehmen reinkommen und in Ihre Güter verbaut werden, werden die aber nicht für Sie als Unternehmen als Scope-1-Emissionen gerechnet, sondern als Scope-3-Emissionen, weil sie ja bei einem anderen Unternehmen in der Produktion angefallen sind. Und genauso können Sie das jetzt in die andere Richtung denken. Das heißt, Sie verkaufen wiederum Ihre Güter und alles das, was jetzt bei diesen Gütern beispielsweise bei der Nutzung anfällt, das sind die Emissionen, die dann bei den Kunden beispielsweise anfallen. Auch die sind für Ihr Unternehmen im sogenannten Scope 3, also im erweiterten Bereich, weil ja jemand anders letztendlich dann diese Güter nutzt und damit dann CO2 freisetzt oder CO2-Äquivalente wiederum. Das hört sich jetzt alles sehr, sehr theoretisch an. Warum ist das relevant überhaupt, dass wir uns diese verschiedenen Scopes angucken? Nun denken Sie an solche Fragen wie Regulierung zum Beispiel. Wenn der Ausstoß von Treibhausgasen beispielsweise besteuert werden soll oder mit einem Markt hinterlegt werden soll, dann müssen wir uns natürlich fragen, wer ist denn jetzt der eigentliche Verursacher? Wir wollen keine Doppelmessung haben, das wäre dann eventuell auch unfair. Wir müssen also fragen, wo fällt etwas an, um es richtig zurechnen zu können, um dem Ganzen einen Preis geben zu können. Für die Regulierung ist es also beispielsweise sehr wichtig. Aber es ist natürlich auch wichtig, wenn wir als Unternehmen wissen wollen, wo sind denn unsere größten Emissionsquellen? Liegen die eventuell bei uns im eigenen Unternehmen oder liegen die vielleicht daran, dass wir Strom beziehen, der aus Braunkohle vor allen Dingen hergestellt wird? Oder liegen die daran, dass eben unsere Zulieferer sehr, sehr emissionsaufwendig produzieren oder wir besonders emissionsaufwendige Teile in unseren Produkten verbauen? Dann müssen wir anders einsetzen, als wenn es eben unser eigenes Unternehmen ist. Und deswegen ist das auch für die Messung letztendlich sehr, sehr wichtig zu überlegen, wo fällt etwas an und wo setzen wir dann unsere Hebel an, dass wir ein vernünftiges Klimamanagement betreiben können. Also wie gesagt, ich habe ein kurzes Quiz für Sie vorbereitet. Mal gucken, inwieweit Sie sich in diese ganze etwas abstrakte Thematik hereindenken können. Das erste, die erste Frage oder die erste, im Prinzip der erste kleine Fallbeispiel, was ich mitgebracht habe, ist folgendes. Wir haben jetzt Treibhausgase, die anfallen bei Dienstreisen, die mit dem Taxi getätigt werden. Stellen Sie sich also vor, Sie sind ein Unternehmen und Ihre Mitarbeiter tätigen jetzt eine Dienstreise mit dem Taxi. Ist das eine Scope-1-Emission, eine Scope-2-Emission und eine Scope-3-Emission? Wenn wir jetzt im richtigen Hörsaal wären, dann hätte ich nach Handzeichen gefragt. So gebe ich Ihnen eine kurze Sekunde, denken Sie kurz drüber nach. Und dann löse ich auch direkt auf. Dienstreisen mit dem Taxi fallen in Scope 3. Es ist nicht Ihr eigener Fuhrpark, es ist nicht zugekaufte Energie oder ähnliches, sondern es ist letztendlich das Taxiunternehmen in dem Fall. Dort fallen die Emissionen originär an. Für Ihr eigenes Unternehmen sind Sie also im dritten Bereich, im Scope 3. Zweites Beispiel. Sehr, sehr ähnlich gelagert. Jetzt nehmen Sie Treibhausgase für Dienstreisen, also erneut dasselbe Thema, jedoch in einem Auto mit Verbrennungsmotor, also ein Diesel oder ein Benziner, aus dem unternehmenseigenen Fuhrpark. Das heißt, das Auto gehört Ihnen selber im Fuhrpark. Das heißt, es ist Ihr Auto, was Sie als Unternehmen besitzen und es wird mit Benzin gefeuert, also befahren. Wo gehören diese Emissionen hin? Vielleicht haben Sie es schon erraten. In dem Fall sind wir im Scope 1, das sehen Sie in der Mitte. Das ist tatsächlich der unternehmenseigene Fuhrpark. Er wird eben auch nicht durch zugekaufte Elektrizität oder ähnliches angetrieben, sondern es ist eben, was eben in Ihrem eigenen Unternehmen entsteht. So, jetzt haben wir noch eine dritte Frage. Und da wird es jetzt ein bisschen diffiziler. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich habe es wieder sehr, sehr ähnlich gelagert. Sie nehmen wieder die Dienstreise im Auto. Sie nehmen wieder die Dienstreise in einem Auto mit Elektromotor in dem Fall jetzt. Und den Strom, um dieses Auto zu fahren, den werden Sie letztendlich von extern beziehen, also den stellen Sie nicht selber her, sondern den holen Sie von einem Energieversorger, kaufen ihn dort zu. Wo gehören diese Emissionen jetzt hin? Das sind Scope 2 Emissionen wiederum. Durch die zugekaufte Energie von außen, Elektrizität, die eben woanders Treibhausgase hervorruft, sind es Scope-2-Emissionen. Ne? Weil ja woanders, nehmen Sie wiederum die Kohle, letztendlich für die Verstromung verbrannt wird. Das ist etwas anderes als das Benzin, was Sie im eigenen Auto verbrauchen, weil da fällt es ja tatsächlich der CO2 erst an, oder im wesentlichen Teil erst an, wenn er wirklich im Auto verbrannt wird. Deswegen sehen Sie da so einen diffizilen Unterschied zwischen Elektroauto und Verbrennungsmotor. Zwei weitere Beispiele. Ich glaube, es sind noch zwei.
Treibhausgase, die bei der Distribution von Gütern eines Unternehmens an dessen Kunden entstehen. Das heißt, Sie wollen jetzt Ihre Güter, also Ihre hergestellten Güter, zum Kunden wiederum bringen. Und dafür fallen natürlich auch Emissionen an, weil da müssen ja auch Fahrzeuge bewegt werden. Lagerhallen müssen eventuell betrieben werden. Aber nehmen wir jetzt mal den einfachen Fall, es geht wirklich nur um den Transport eines Gutes von A nach B. Worunter fallen die Emissionen für diese Distribution, also für den Transport des Gutes zu Ihrem Kunden? Das wären in dem Fall wiederum Scope 3 Emissionen. Sie sind jetzt hier bei den nachgelagerten Aktivitäten. Ne? Also es geht tatsächlich darum, das Produkt dann zu Ihrem Kunden zu bekommen. Anders sieht es jetzt aber wiederum aus, wenn Sie sich in die Rolle des Logistikunternehmens versetzen, was diese Transporte eben anstellt. Das heißt, wir nehmen wiederum denselben Fall, das Gut muss von A nach B gebracht werden und der Transportdienstleister ist derjenige, der das jetzt macht. Das ist im Prinzip derselbe Fall, wir schauen uns jetzt nur das andere Unternehmen an. Wir schauen uns jetzt nicht in dem Fall das produzierende Unternehmen an, sondern das, was transportiert. Und für das transportierende Unternehmen sind diese Emissionen Scope 1 Emissionen, da sie ja in dem eigenen Fuhrpark dieses Unternehmens im Logistikfuhrpark anfallen und bei dem Transport tatsächlich dann ausgestoßen werden. Da sehen Sie wiederum diese Unterschiede selber Fakt. Für das eine Unternehmen ist es ein Scope 3, für das andere ist es ein Scope 1. Wenn es beides mal ein Scope 1 wäre, würden wir dieselbe Emission letztendlich doppelt zählen und das macht keinen Sinn, weil wir dann eben nicht vernünftig steuern können. Deswegen so ein bisschen so die langweilige Theorie oder zumindest Konzeption mal vorweg. Das habe ich jetzt, ich setze da jetzt einen Haken für Sie hinter. Wir gehen jetzt als nächstes zu der nächsten Frage über und überlegen uns, warum denn überhaupt Unternehmen sich eventuell sogar aus Eigeninteresse mit Klimawandel beschäftigen sollten, mit Klimaschutzmanagement beschäftigen sollen und was eben eventuell als positiver Nebeneffekt rauskommen kann, nicht aus dem Thema Klimawandel, das möchte ich mal ein wenig ausklammern, ich werde es vielleicht kurz auf der Tonspur nochmal diskutieren, aber vor allen Dingen eben die Frage, was sich für Chancen aus einem Klimaschutzmanagement für Unternehmen ergeben können. Das werden verschiedenste Risiken zunächst einmal im Wesentlichen diskutiert. Wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal von einer Vogelperspektive an und gehen dann runter in die spezifischen Klimarisiken. Also fangen Sie mal mit mir gemeinsam in dieser Vogelperspektive an. Was Sie jetzt hier neben mir sehen, das ist die sogenannte Risk Map oder eine Risk Map, also eine Risikolandkarte, wenn Sie so wollen. Die wird jährlich einmal veröffentlicht vom World Economic Forum. Dafür, für diese Risikobewertung letztendlich, werden Unternehmensführer der Welt, werden Politiker, werden Meinungsführer, werden Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, von Umweltorganisationen und so weiter, die werden für diese Erstellung dieser Karte hier gefragt. Und jetzt sehen Sie hier auf den beiden Achsen zunächst mal, lassen Sie mich Ihnen das ganz kurz erklären. Wir haben hier auf der einen Achse den Einfluss, den verschiedene Risiken haben. Das heißt, je höher Sie sich hier auf dieser Achse bewegen, umso größer wird das Risiko, das mögliche Risiko dann eingeschätzt, was den Einfluss auf die Geschäftstätigkeit oder die Wirtschaft hat. Und hier unten haben Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit, die angenommene Eintrittswahrscheinlichkeit. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Risiko tatsächlich auftreten wird? Und jetzt sehen Sie hier noch, da sind verschiedene Farben hinterlegt worden. Wir haben ökonomische Risiken, ökologische Risiken, hier in grün, geopolitische Risiken, soziale und technologische. Und für uns jetzt im ersten Moment spannend sind erstmal die ökologischen Risiken. Und wenn Sie sich das etwas genauer angucken, das können Sie jetzt wahrscheinlich etwas schlecht erkennen, deswegen markiere ich Ihnen das mal. Die Grünen da oben, wo jetzt erstmal der Ausgangspunkt von dem Fall, ganz, ganz oben, da sehen wir hier Risiken, die entstehen, weil wir eben nicht agieren in Bezug auf den Klimawandel. Und diese Risiken oder dieses übergeordnete Risiko, was wirklich am höchsten mit dem Einfluss und am zweithöchsten mit der Wahrscheinlichkeit bewertet wird, ne, von den Unternehmensführern und eben auch den anderen wichtigen Personen dieser Welt, sind eben Klimarisiken und die strahlen aus auf eine ganze Reihe an weiteren Risiken. Das können Sie sich relativ leicht erklären, zum Beispiel, wenn Sie hier die Extremwetterereignisse sich anschauen. Extremwetterereignisse sind ein unmittelbares Klimarisiko natürlich. Natürliche
Desasters, die auftreten können, also Naturkatastrophen zum Teil ebenfalls. Dann haben wir hier noch diverse weitere, also einen Verlust von Biodiversität beispielsweise, der auch sehr stark mit dem Klima verbunden ist, aber eben auch so andere Risiken, hier zum Beispiel wie eine Wasserkrise, die jetzt erstmal nicht als ökologisches Risiko bezeichnet wird, sondern in dem Fall als soziales Risiko. Auch die zum Großteil natürlich durch den Klimawandel beeinflusst. Oder wenn Sie sich hier sowas angucken wie eine Nahrungsmittelkrise, durch Ernteausfälle oder ähnliches, auch klimawandelbedingt. Das heißt, Sie sehen, die Top-Risiken, die aktuell in der Einschätzung, das ist die von diesem Jahr, die Einschätzung, die aktuell eben in den Köpfen der Leute herumschwirren, sind die Klimarisiken. Und das ist nicht nur bei Ihnen und bei mir wahrscheinlich so, sondern das ist wirklich auch, das ist bei den Unternehmensleitern dieser Welt und bei den Politikern dieser Welt. Und wenn Sie sich das jetzt ganz über den Zeitablauf auch nochmal anschauen, habe ich Ihnen das ebenfalls nochmal mitgebracht. Auch da lassen Sie sich mir kurz erklären, da steht wieder sehr, sehr viel auf der Folie. Ich habe es mal so ein bisschen blinkend hinterlegt. Was sehen Sie jetzt hier? Sie sehen jetzt hier erst zunächst einmal von links nach rechts Jahre. Das fängt ganz, ganz links in der Spalte mit dem Jahr 2007 an und endet im Jahr 2020 in der rechten Spalte. Und dann sehen Sie, dass jetzt letztendlich über die letzte Dekade hinweg Klimarisiken, und das sind nur die direkten Klimarisiken, die ich Ihnen jetzt hier mal markiert habe, die in grün, dass die wirklich in den letzten Jahren das Bild dominieren. Das heißt, das sind die dominierenden Risiken. Oben ist das wiederum hier die Eintrittswahrscheinlichkeit und die untere Grafik zeigt Ihnen, oder der untere Teil dieser Grafik zeigt Ihnen den potenziellen Einfluss dieser Risiken. Und sowohl was die Wahrscheinlichkeit als auch was den Einfluss angeht, haben wir die Top-Risiken in den Klimarisiken schon über die letzten Jahre hinweg. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das auch weiter so gehen wird, weil der Klimawandel zunächst einmal jetzt ja nicht so leicht aufzuhalten ist. Auch das haben Sie in den vorherigen Veranstaltungen dieser Reihe schon gesehen. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter und überlegen uns, was bedeutet das denn jetzt nun für Unternehmen direkt? Also diese Risiken waren ja erstmal übergeordnete Risiken. Wir handeln nicht, was den Klimawandel angeht. Wir haben einen Verlust von Biodiversität, Nahrungsmittelkrisen oder ähnliches, das war ja relativ übergeordnet, Vogelperspektive, ich hatte es gerade schon gesagt. Wir gehen jetzt einen Schritt runter und gucken uns jetzt die spezifischen Risiken an, die ganz genau die Unternehmen betreffen können, die diesen Risiken ausgesetzt sind. Das heißt, wir übersetzen das Ganze jetzt in, wenn Sie so wollen, in geschäftliche Risiken. Und da haben wir insgesamt letztendlich fünf Typen, die in der Regel diskutiert werden. Wir diskutieren regulatorische Risiken, physische Risiken, rechtliche Risiken, reputationsbezogene Risiken und wettbewerbsbezogene Risiken. Ich habe für jedes dieser Risiken eine eigene Folie für Sie mitgebracht, um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen. Schauen Sie mal als erstes hier mit mir auf die regulatorischen Risiken. Hier geht es jetzt darum, dass wir solche Risiken haben oder solche Risiken, regulatorische Risiken, dadurch entstehen, dass es eben Unklarheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Regulierung gibt oder vor allen Dingen eben auch in Bezug auf künftige Regulierung gibt. Nichts hassen Unternehmensvertreter so sehr, um es ein bisschen mal jetzt überspitzt zu sagen, als Unsicherheiten. Also Regulierung kann häufig kommen, das ist etwas, was viele sagen, solange sie wissen, wie sie denn aussieht und dass sie etwas länger bestehen bleibt. Das heißt, nichts ist schlimmer als hier ein Hin und Her. Und das ist natürlich etwas, was wir beim Klimawandel gerade aktuell sehr, sehr stark haben. Wir wissen nicht, wie sich die Landschaft entwickelt. Wir haben grundsätzliche Anstrengungen in der Politik, den Klimawandel einzudämmen. Das heißt, es wird sich etwas ändern. Wir haben jetzt schon einen Emissionszertifikatehandel in Europa, zumindest in Teilen, in manchen Branchen. Die CO2-Steuer wird aktiv diskutiert. Wir haben bestimmte Auflagen, wenn es beispielsweise um die Automobilindustrie geht, was den Flottenverbrauch angeht, was ja auch unmittelbar an CO2-Emissionszahlen gekoppelt ist. Und das sind dann eben tatsächlich solche Risiken, die entstehen, wenn wir nicht wissen, was passiert jetzt. Was kommt an Änderungen? Und vor allen Dingen betrifft das natürlich die emissionsintensiven Branchen und Industrien, wenn diese Regulierungen dann unmittelbar in die Geschäftstätigkeit dieser Branchen oder Unternehmen eingreifen, Vorgaben machen und dann die normale Geschäftstätigkeit eben nicht mehr so möglich ist, wie es vorher war, weil beispielsweise dem CO2-Ausstoß ein Preis gegeben wird. Auf der anderen Seite, wir drehen jetzt die Medaille einmal so ein bisschen virtuell um, das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Es bestehen natürlich auch Chancen, gerade für emissionsarme Unternehmen oder solche, die im Branchenvergleich zu den Besten gehören. Die können sich dann natürlich dann eventuell besonders profilieren. Wir kommen gleich noch zu marktlichen Risiken, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und insgesamt kann es natürlich sein, wenn wir wirklich so eine Internalisierung der Kosten des Klimawandels haben, das heißt, wenn so etwas wie Treibhausgasen ein vernünftiger Preis gegeben wird, dann können diese natürlich unmittelbar emissionsarme Produkte oder Branchen oder auch Unternehmen wettbewerbsfähiger machen.
Das wäre der Bereich der regulatorischen Risiken und Chancen. Als nächstes kommen wir auf das Thema der physischen Risiken. Physische Risiken sind jetzt solche, die ganz unmittelbar aus dem Klimawandel entstehen. Das ist schon sehr stark das, was Sie gerade eben auf dieser Risikolandkarte so ein bisschen gesehen haben. Wir haben also solche Auswirkungen, die sich beispielsweise wetterbedingt ergeben. Ne, für bestimmte Branchen, Ernteausfälle oder ähnliches. Wir haben sehr starke Auswirkungen natürlich zu erwarten bei solchen Branchen, die klimabedingt agieren müssen oder können. Das ist sowas wie beispielsweise, was können wir uns alle sehr leicht vorstellen, Agrarwirtschaft, Fischerei, Waldwirtschaft, aber auch sowas wie Tourismus, eventuell Immobilien, Versicherungen, ganz, ganz, ganz extrem. Versicherungsschäden, deswegen haben wir Versicherungsunternehmen häufig unter den Vorreitern, die eben auch solche Berechnungen anstellen, die sehr stark in der Forschung zum Klimawandel aktiv sind, weil die eben sehr, sehr stark betroffen sein werden. Insgesamt betrifft es aber nicht nur so ein paar herausgehobene Branchen, sondern über so ein Thema wie, das wird dann wie mit dem so Thema, so ein Wort wie Kettenabbruch umschrieben, alle Branchen, die eben bestimmte globale Lieferketten beispielsweise haben. Globale Lieferketten sind tendenziell anfälliger, beispielsweise auch für physische Risiken, physische Kettenabbrüche, weil eben vielleicht mal ein Hurricane einen Tanker umweht oder ähnliches. Oder weil Ernteausfälle in einem bestimmten Bereich zu treffen sind. Oder weil eine Fabrik betroffen ist, wenn die Infrastruktur nicht mehr funktioniert. All das wären direkte physische Risiken, die sich in der Regel aus Wetterbedingungen beispielsweise, aus extremen Wetterbedingungen oder auch anhaltenden Dürren oder Veränderungen der Wetterlage ergeben. Jetzt im unteren Teil hier der Grafik sehen Sie das Ganze nochmal mit ein bisschen beispielhaft für verschiedene Regionen in Europa gemacht. Ich möchte das nicht alles mit Ihnen durchgehen. Ich nehme es nur mal ein kleines Beispiel raus, damit Sie sehen, dass da sehr viel mehr hintersteckt, als das, was ich in einer kurzen Zeit jetzt hier referieren konnte. Aber nehmen Sie beispielsweise mal die boreale Zone in Europa. Wir gehen jetzt immer eher so nach Nordeuropa, Skandinavien und ähnliches. Da haben wir natürlich solche Risiken, die wir alle unmittelbar verstehen, weil wir sie mit dem Wetter in Verbindung bringen. Starkregen, der eben auch tatsächlich Ernten zerstören kann, Produktionsabläufe stören kann oder ähnliches. Wir haben weniger Eis und Schnee, das kann positiv wie negativ sein. Wir haben Niederschläge, die zunehmen, Winterstürme, die heftiger werden, insgesamt Extremwetterlagen und ähnliches. Wir haben aber dann auch die direkten wetterbedingten Chancen, natürlich eventuell höhere Ernteeinträge. Es gibt diesen Klassiker, der immer genannt wird, ja, dann bauen wir den Wein eben nicht mehr in Italien an, sondern dann bauen wir eben an der Nordsee an. Das mag regionenbedingt stimmen, insgesamt ist das natürlich so ein bisschen ein Schönreden vom Klimawandel. Und natürlich können solche Chancen auch direkt sich aus wetterbedingten Änderungen ergeben. Insgesamt überwiegen hier aber doch deutlich die wetterbedingten Risiken, wenn wir vor allen Dingen eben dieses weltweite Gefüge uns anschauen nach Nahrungsmittelnachfrage oder ähnliches. So, als weiteres hätten wir die sogenannten rechtlichen Risiken. Möchte ich relativ kurz abhandeln. Das sind Risiken durch vermehrte Klagen, falls zum Beispiel Emittenten gerichtlich belangt werden. Wir haben da auch wieder ein direktes und indirektes Risiko. Ein direktes Risiko, wenn wir unmittelbar die Emittenten tatsächlich dann vor Gericht gebracht werden, wenn sie angeklagt werden, wenn sie im Zweifel sogar verurteilt werden. Und ein indirektes Risiko über beispielsweise Rechtsänderungen, Verwaltungsentscheidungen infolge von Klimaklagen, die eventuell an andere Personen oder Institutionen gerichtet werden. Ich habe Ihnen mal einen kurzen Ausriss hier mitgebracht, ganz aktuell aus diesem Jahr, aus dem Handelsblatt, die da mal tituliert haben. Das war auf einem aktuellen Fall dann begeben. Die neue Allzweckwaffe der Klimabewegung wurde dort tituliert. In London stoppen Aktivisten mit einer Klage den Ausbau des Flughafens Heathrow. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Und in den Niederlanden zwingt ein Urteil, die Regierung in nur 10 Monaten ihr Klimaziel zu schaffen. Droht eine Klimaklagewelle. Das wären genau diese rechtlichen Risiken, die hier im Raum stehen, weil eben auch da die Unternehmen nicht wissen, mit was müssen, können sie rechnen und ähnliches. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, weil, das haben Sie schon gehört, wir haben schon eine Veranstaltung hier im Rahmen dieser Reihe genau zu diesem Thema gehabt und ich möchte dem Kollegen Potschun hier tatsächlich nicht nochmal wiederholen, das kann er wesentlich besser als ich. Das heißt, wenn Sie es nochmal anschauen wollen, dann klicken Sie nochmal in die Mediathek und gucken Sie sich diese Vorlesung noch einmal genauer an. Als nächstes, als vorletztes, was diese Risiken angeht, hätten wir die sogenannten Reputationsrisiken für die Unternehmen. Insbesondere natürlich wiederum für emissionsintensive Industrien oder Unternehmen, die gerne dann natürlich auch an den Pranger gestellt werden. Sie sehen das mal hier so ein bisschen ausrissartig mit so ein paar Fotos, die ich Ihnen mitgebracht habe.
Hier unten links die Ölindustrie, in der Mitte auch speziell. Dann sehen wir jetzt hier oben das Beispiel aus unserer Gegend RWE, die ja auch immer mal wieder sich Protesten ausgesetzt sehen, was die Braunkohleförderung angeht und ähnliches. Die Unternehmen werden also vermehrt öffentlich für ihre Umweltpolitik, für ihre Maßnahmen oder ihre Nichtmaßnahmen und die Emissionen auch gerügt. Das kann auf unterschiedlichsten Ebenen passieren. Soziale Medien sind ja mittlerweile ein großes, großes Thema. Wenn ich mittlerweile sage, dann meine ich natürlich schon jetzt ein paar Jahre, klar. Im Moment haben wir noch den Fokus auf den großen Emittenten, aber auch da ist anzunehmen, dass das sich etwas runterbrechen wird, dass die Aufmerksamkeit wahrscheinlich vermehrt auf mehr Unternehmen getätigt wird, wenn es eventuell auch Mittel gibt, das leichter nachzuverfolgen für den Einzelnen, für Sie und für mich, vielleicht sogar über so etwas wie ein Label auf einem Produkt, wer weiß. Ist eben auch auf Produktebene denkbar für einzelne Produkte, die besonders emissionsintensiv sind. Auch das haben wir zum Teil, wo ja die beispielsweise die fleischverarbeitende Industrie, wo man weiß, dass der Konsum von Fleisch, hier ganz insbesondere nochmal Rindfleisch, sehr, sehr emissionsschädlich ist. Und auch da sehen wir mittlerweile so einen Fokus drauf, dass so etwas öfter in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Andere Seite wiederum, ich drehe wiederum die Medaille um, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Natürlich haben wir auch Reputationschancen. Solche Unternehmen, die im Branchenvergleich sehr, sehr gut dastehen, die dann eventuell auch vielleicht Preise gewinnen oder bestimmte Labels erhalten, die können für den Endkonsumenten sichtbar sein, die können für Investoren sichtbar sein. Nachhaltiger Finanzmarkt, sogenannte Sustainable Finance, ist ein riesengroßes Thema aktuell. Da wird ein großer, großer Hebel gesehen. Und auch da kann sowas natürlich eine Chance sein für Unternehmen. Aber wie gesagt, eben auch eventuell auf der einzelnen Produktebene, wenn Sie und ich mal stärker nachfragen, was konsumieren wir denn überhaupt? Wie schneiden denn verschiedene Produkte im Vergleich ab? Und welches wählen wir eventuell auch? Und das ist dann unmittelbar mit dem letzten Risiko verbunden. Das wäre dann das Wettbewerbsrisiko, also ein sehr unmittelbares unternehmerisches Risiko, insbesondere für solche Unternehmen jetzt als Risiko erstmal, die eben auf diese Klimarisiken nicht sehr, sehr gut vorbereitet sind, die da auch nicht drauf reagieren. Da gibt es eine ganze Reihe von potenziellen, ich sage ganz bewusst potenziellen Hebeln, die in diese Richtung wirken können. Das sind zum Beispiel sowas wie Konkurrenten, die besonders klimafreundliche Produkte im Angebot haben oder Prozesse durchsetzen, die besonders klimafreundlich sind. Wenn Sie sehr emissionsarme Prozesse haben, brauchen Sie in der Regel weniger Energie. Das macht sich dann direkt auch in den Kosten bemerkbar und so können Sie vielleicht unmittelbar einen Wettbewerbsvorteil ausspielen. Wenn Sie veraltete Produktportfolios haben, die zu Ladenhütern werden, weil eben die Kunden, Sie und ich, nicht mehr nachfragen. Wenn tatsächlich klimaschädliche Technologien zu Kostennachteilen führen, das hatte ich gerade schon angesprochen, oder, das ist ein ganz, ganz spannender Bereich, den ich auch in der Universität immer wieder mittlerweile mitbekomme, wenn potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer weniger bereit sind für klimaschädliche Unternehmen oder auch nicht sozial verantwortliche Unternehmen. Alles, was in den Bereich Nachhaltigkeit fällt, ist im Moment ein Thema, was tatsächlich die nachfolgende Generation sehr, sehr stark beschäftigt, wenn die eben tatsächlich dann sagen, nö, bei dir möchte ich aber nicht arbeiten. Oder es wird mal nachgefragt, was tut ihr denn? Wie steht ihr denn da im Branchenvergleich oder ähnliches? Das wird Sie sicherlich sehr, sehr stark interessieren, die meisten, die jetzt hier von Ihnen Studierende sind und diese Veranstaltung sich anhören, weil Sie sind ja originär an dem Thema interessiert. Ich gehe davon aus, dass Sie ein hohes Interesse haben, dass Ihr Arbeitgeber später auch entsprechend der richtige ist. Und das merken Unternehmen tatsächlich zum Teil heute schon in diesem viel genannten War for Talents, das ist ein bisschen brachiales Wort. Aber was das angeht, tatsächlich steigen die Ansprüche an Unternehmen. Und auch hier, ich drehe ein letztes Mal die virtuelle Medaille für Sie um, auch hier haben wir umgekehrt eventuell Wettbewerbschancen für solche Unternehmen, die eben all das tatsächlich besser bieten können als andere. Ich hatte gerade schon häufig das Wort potenziell genannt, das sind potenzielle Risiken und Chancen, die müssen sich nicht in jedem Fall hier immer manifestieren. Ich komme da ganz am Ende in einem Fazit nochmal kurz drauf zurück. So, lassen Sie mich jetzt im letzten Teil der heutigen Veranstaltung auf die Frage eingehen, wie kann denn jetzt ganz, ganz konkret unternehmerisches Klimamanagement oder eben Klimaschutzmanagement aussehen? Das heißt, was für Maßnahmen haben wir, wie wird es organisational umgesetzt? Das heißt, wie können wir uns das vorstellen, wenn wir davon sprechen, dass Unternehmen etwas eventuell gegen den Klimawandel tun, so sie denn wollen? Ich möchte zunächst einmal damit anfangen, Ihnen Beispiele mitzugeben für Ziele, die sich Unternehmen tatsächlich selber geben. Klimaschutzziele.
Das finden Sie vielfach häufig. Also Sie sehen das mittlerweile, dass eine ganze Reihe an Unternehmen sagen, wir haben Ziele in Bezug auf den Klimaschutz, wir wollen XYZ erreichen. Das kann ganz unterschiedlich ausgestaltet sein, sowohl in der Ambition des jeweiligen Ziels, also wie tief das gehen mag, wie breit das gehen mag, wie schnell das gehen mag und ähnliches, und auch in der grundsätzlichen Art des Ziels. Und das habe ich Ihnen jetzt hier einmal aufgeführt. Sie sehen auf der linken Seite zunächst einmal sogenannte relative Ziele. In diesen relativen Zielen wird also im Vergleich zu einem bestimmten Ausgangswert, einer Basis, relativ versucht, besser zu werden. Das sehen Sie hier in solchen Prozentangaben. Ich nehme mal das obere Beispiel, das ist von 3M. Die haben gesagt, wir wollen unsere Energieeffizienz bezogen auf unseren Nettoumsatz um 30% verbessern. Oder hier unten die Weiland-Gruppe, die gesagt hat eben, wir möchten 25% weniger CO2 und Energie pro Fertigungsminute aufwenden. Das heißt, wir möchten um ein Viertel effizienter mit der Energie umgehen, bezogen auf in dem Fall die Fertigungsminute, bei gerade 3M haben Sie es gesehen, auf den Nettoumsatz. Das sagt Ihnen auch schon relativ, relativ zu einer anderen Größe gesehen. Auf der anderen Seite, das sehen Sie auf dem rechten Teil der Folie hier, haben wir sogenannte absolute Ziele. Hier wird jetzt gesagt, wir möchten etwas bis da und dahin erreichen. Das sieht folgendermaßen aus. Wir nehmen mal wiederum den oberen Teil. Das ist relativ breit in den Medien rumgegangen. Microsoft. Microsoft hat gesagt, sie möchten bis im Jahr 2030 carbon neutral, also CO2-neutral sein. Und bis 2050 sämtliche Emissionen, die das Unternehmen jemals getätigt hat, aus der Atmosphäre wieder rausholen. Also ein absolutes Ziel auf null Emissionen gehen letztendlich. Das sehen Sie hier bei der Deutschen Post auch so. Mission 2050, null Emissionen. Relativ plakativ da unten. Welches Ziel ist jetzt nun besser oder welche Ziele sind besser? Welche Arten von Zielen sind besser? Können Sie nicht so leicht beantworten. Kommt drauf an. Das Klassische kommt drauf an. Es kommt natürlich zum einen drauf an, wie ambitioniert das ist. Glauben wir, dass das Jahr 2050 ambitioniert ist und möchten wir bei solchen absoluten Zielen lieber 2030 sehen? Auch da kommt es natürlich sehr stark darauf an, was für ein Unternehmen sind Sie, was für eine Branche sind Sie, wie einfach ist das möglich? Und auf der anderen Seite gilt das natürlich auch hier, ne? Wir haben bei diesen relativen Zielen, die sind in der Regel nicht mit solchen langen Zeithorizonten bedeckt, ne? Wenn wir hier von 2030 oder 2050 reden, ist das eher 1, 2, 3 Jahre, die da in der Regel in den Vordergrund gestellt werden. Und so kann es durchaus sein, dass solche relativen Ziele Zwischenschritte auf dem Weg zu solchen absoluten Zielen sind. Die müssen also nicht per se schlechter sein, nur weil sie relativiert werden, sondern sind einfach eine andere Art von Zielkategorie. Nur damit Sie es vielleicht mal einordnen können, wenn Sie sehen, dass ein Unternehmen solche Ziele sich vorgibt, dann können Sie immer überlegen, wie finde ich das denn? Wie realistisch ist das? Wie ambitioniert ist das? Wie weit bringt es das Unternehmen voran? Wie hilft es denn uns im Klimaschutz? Und wie sieht es eben auch im Vergleich vielleicht zu einem Wettbewerber in der Branche aus? So, dann kommt als nächstes die Frage, wie können wir denn jetzt nun insgesamt Klimawandel erreichen? Und da werden in der Regel, wie kann man Klimaschutz erreichen natürlich? Und da werden in der Regel drei große übergeordnete, wir sehen das jetzt wiederum auf der Vogelperspektive, drei obergeordnete Strategien diskutiert. Und zwar Strategien, die uns sagen, wie können wir denn eine Entwicklung oder eventuell auch ein Wirtschaftswachstum, sofern wir das denn möchten, von der Klimabelastung trennen. Das sind diese drei, die Sie jetzt hier sehen. Unten links die Ökoeffizienzstrategie, dann haben wir oben die sogenannte Konsistenzstrategie und wir haben unten rechts die Suffizienzstrategie. Lassen Sie sich alle drei mal ganz kurz, oder lassen Sie uns die mal durchgehen und ich habe dann verschiedenste Beispiele jeweils für alle drei und habe dann wieder einzelne Folien, mit denen ich ein bisschen tiefer reingehen möchte. Beginnen wir unten links mit der Ökoeffizienzstrategie. Die Ökoeffizienzstrategie ist so ein bisschen so, wenn man es flapsig ausdrücken möchte, die Mutter aller Nachhaltigkeitsstrategien. Unternehmen machen das schon sehr, sehr lange. Wir haben da sehr, sehr früh mit angefangen. Das ist also wiederum eine relative Effizienzbetrachtung, die wir hier tätigen, ähnlich wie bei den relativen Zielen. Ein geringerer Ressourcenverbrauch oder geringere Emissionen pro Produkt oder Verfahren. Das heißt, bezogen auf ein bestimmtes Produkt möchte ich weniger Energie emittieren, um es herzustellen. Oder ich möchte eben mit derselben Energie, die ich in Prozesse reinbringe, mehr Produkte eben ausbringen können. Das heißt, ich verbessere mich relativ gesehen, ich werde effizienter, ökoeffizienter.
Dann haben wir die sogenannte Konsistenzstrategie. Die Konsistenzstrategie setzt darauf, dass möglichst Kreisläufe vollständig geschlossen werden. Also alles, was irgendwo anfällt an Abfallstoffen oder ähnliches, muss wieder eingebracht werden als Rohstoffe in andere Prozesse. Und so wird versucht, eben möglichst ökologisch nachhaltig zu wirtschaften. Das nennt man auch oder überschreibt man auch mit so Schlagworten wie industrieller Metabolismus oder ähnliches. Und als letztes haben sie dann unten rechts die sogenannte Suffizienzstrategie. Die setzt historisch zunächst einmal an Verhaltensänderungen an. Das heißt, wir sollen insgesamt uns zurücknehmen, weniger verbrauchen beispielsweise. Das kann aber auch mit neuen Geschäftsmodellen zusammenhängen. Das zeige ich Ihnen gleich noch, die insgesamt Menschen es ermöglichen, bestimmte Produkte anders zu nutzen, seltener zu nutzen, vielleicht weniger besitzfokussiert zu nutzen. Und ähnliches. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, aber es kann eben auch das klassische Thema sein, brauche ich denn jetzt heute Abend das Stück Fleisch auf dem Grill oder möchte ich es vegetarisch haben? Oder eben sowas wie, wird es die nächste Flugreise sein oder fahre ich auf die Mecklenburgische Seenplatte in Urlaub oder bleibe ich in Balkonien direkt? Auch das kann eine Suffizienzfrage sein. Jetzt sind diese Strategien nicht immer klar voneinander zu trennen. Sie finden auch eben Hybridstrategien, also so mal so eine Kombination beispielsweise von Effizienz und Konsistenz. Auch das gibt es, wenn ich im Einzelfall gleich noch mit einigen Beispielen darauf eingehen, ist aber jetzt hier nicht groß im Fokus. Und lassen Sie sich jetzt direkt zunächst sagen, so anfangs als kleiner Pferdefuß, alle diese drei Strategien haben ihre Nachteile. Alle funktionieren auf dem Papier erstmal sehr, sehr gut, aber keiner hat es bisher geschafft, dass wir wirklich sehr, sehr umfassend eben unsere Entwicklung von der Klimabelastung trennen konnten. Man spricht beispielsweise von sogenannten Rebound-Effekten, ja, also dass, wenn wir beispielsweise effizientere Produkte haben, dass wir davon dann gleichzeitig mehr benutzen wollen, weil sie günstiger werden, wir können es mehr leisten oder ähnliches. Wir haben im Thema der Konsistenzstrategien zum Teil auch Rebound-Effekte, teilweise aber eben vor allen Dingen auch die Schwierigkeiten, dass das häufig sehr, sehr komplex ist, dass es technologisch sehr herausfordernd, organisatorisch sehr herausfordernd ist, also sehr, sehr schwierig. Und bei den Suffizienzstrategien wird häufig angeführt, dass das sehr, sehr schwer wird, im Kopf der Menschen umzusetzen. Das heißt, wir haben sehr, sehr starke Gewohnheiten beispielsweise, die wir überwinden müssten. Und wenn wir unseren eigenen Konsum auch beispielsweise zurückfahren wollten, dann fällt das dem Einzelnen von uns doch häufig sehr, sehr schwer. Und so funktionieren alle diese Strategien funktionieren grundsätzlich. Wir haben tolle Beispiele und die bringe ich Ihnen auch gleich. Aber wie gesagt, haben Sie immer noch so ein bisschen diesen kritischen Blick drauf, dass das eben tatsächlich bisher noch nicht zu einem weitreichenden Klimaschutz geführt hat. Beginnen wir zunächst einmal mit der Effizienzstrategie. Ich hatte gesagt, das ist so ein bisschen die Mutter aller Nachhaltigkeitsstrategien, die gibt es schon lange. Das wird häufig mit solchen Faktoren belegt. Man spricht von Faktor 4 beispielsweise oder Faktor 10. Schon seit mehreren Jahren, Jahrzehnten werden diese Faktoren genannt. Das wird eben, das ist häufig das Einsparpotenzial, was dieser Strategie zugesprochen wird. Sagt man, okay, wenn wir wirklich Effizienzstrategie umfassend durchsetzen wollen, dann können wir damit um den Faktor 4 oder Faktor 10, Faktor X mehr erreichen oder weniger Ressourcen einsetzen, ne? Emissionen freisetzen. Und ich habe jetzt mal hier Ihnen die Definition des Umweltbundesamtes mitgebracht. Die macht das relativ schön deutlich, was das denn bedeutet. Faktor X, also 4, 10, 5, 20, was auch immer, Faktor X steht für eine intelligente, effiziente, da sind sie im Wortsinn, und umweltschonende Nutzung von natürlichen Ressourcen. Mehr Wohlstand kann mit weniger Natur geschaffen werden. Hier auch wiederum die Idee, es geht eben tatsächlich noch um ein Wachstum, ein Wohlstandwachstum, was da in der Regel hintersteckt, wenn man es ein bisschen verkürzt machen möchte. Ich habe Ihnen jetzt hier ein Beispiel mitgebracht. Kennen Sie alle? Haben Sie alle bei sich zu Hause? Sie sehen hier eine Glühlampe, wie es sie früher einmal gab. Gehen Sie mal diesen Kreis hier durch, ich erkläre Ihnen, wie diese Grafik zu lesen ist. Wenn Sie hier die HGL, das soll eine Halogen-Glühlampe darstellen, und da sehen Sie, da wird von 100% Umweltbelastung ausgegangen. Das heißt, das ist unser Referenzprodukt.
Wir gehen von hier aus und gucken, wie sehen denn die anderen Produkte aus, wie verhalten sie sich denn, was die Umweltbelastung angeht. Und da sehen Sie jetzt hier eine Kompaktleuchtstofflampe, wie es sie auch einige Jahre gab. Werden Sie wahrscheinlich auch noch welche bei sich zu Hause, vielleicht sogar im Haushalt finden. Und da sehen Sie, dass die nur noch 30% der Umweltbelastung einer herkömmlichen Glühlampe hervorrufen. LED-Lampen sogar nur 20%. Dann sehen Sie auch, wenn Sie das ein bisschen genauer nochmal angucken, das meiste kommt tatsächlich hier aus dem Orangefarbenen, aus der Nutzung. In der Produktion, das ist das Rote hier, sind tatsächlich diese LED-Lampen schlechter, was die Umweltbelastung angeht, als die ursprüngliche als die ursprüngliche Glühlampe. Das wird aber mehr als überkompensiert durch den wesentlich effizienteren Verbrauch. Das heißt, hier sind wir viel, viel besser, sodass wir insgesamt von einer deutlich kleineren Umweltbelastung von solchen Produkten ausgehen können, solchen technischen Innovationen. Das ist ein klassisches Effizienzprodukt, was Sie hier sehen. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, wie man denn so etwas tatsächlich berechnen kann. Warum ist das eine nur 20% oder nur 30% jetzt im Groben von einem Ausgangsprodukt? Das wird auch noch ein Teil gleich sein, auf den ich nochmal zurückkommen möchte. Daran erkennen Sie schon sehr, sehr großes Potenzial. Hier im Prinzip, wenn Sie so wollen, Faktor 5. Von 20 auf 100 ist der Faktor 5, sind diese, was die Umweltbelastung angeht, effizienter, diese Produkte. Hier haben wir noch ein weiteres Beispiel mitgebracht, kennen Sie auch alle, der VW Käfer oder unten der New Beetle. Circa 1960, circa 2010 sehen Sie das Ganze jetzt hier. Und wenn Sie die beiden Produkte mal vergleichen, wenn Sie es nur nach dem Spritverbrauch nehmen, also dem Benzinverbrauch, wenn wir den jetzt sehen, der ist fast identisch bei beiden Produkten. Um die 7 Liter im gemessenen Normalverbrauch für beide Autos. Das heißt, trotz des Fortschrittes, der wir hier über die Jahrzehnte, über 50 Jahre hatten, sind wir, was den reinen Treibhausgasausstoß angeht, kein Deu effizienter geworden, vielleicht minimal effizienter geworden beim New Beetle. Warum ist das der Fall? Weil es eben letztendlich aufgefressen worden ist. Von größeren Motoren, von mehr Sicherheitstechnik, die wir natürlich auch alle schätzen, von mehr Komfort, den wir auch alle schätzen. Das heißt, die Effizienz wurde letztendlich für diese, ich sag mal, Features genutzt, und sicherlich auch sehr sinnvoll genutzt, aber sie ist eben nicht den Emissionseinsparungen zugutegekommen, weil beide ungefähr ähnlich emittieren. Das ist ein Beispiel, da gibt es noch viele andere und viele anders gelagerte für diesen Rebound-Effekt, den ich vorhin mal genannt hatte. Kommen wir als nächstes zur sogenannten Konsistenzstrategie. Ich hatte schon gesagt, es geht darum, Kreisläufe zu schaffen. Und das sehen Sie jetzt hier wiederum auf der Folie. Sie sehen hier zwei Kreisläufe. Sie sehen auf der linken Seite den biologischen Kreislauf und auf der rechten Seite einen sogenannten technischen Kreislauf. Der biologische Kreislauf funktioniert so, dass hier eben organische, biologische Materialien für Produkte genutzt werden. Die werden angebaut, klassischerweise angebaut, ne? Und dann werden sie eben in Produkte gebracht und am Ende des Lebenszyklus werden sie wiederum zu Biomasse letztendlich und können eben wieder dieses Wachstum von neuer Biomasse anreichern, ne? Über natürlichen Dünger oder Ähnliches. Was hier in diese Richtung geht, sind beispielsweise die mittlerweile ja notorisch diskutierten Bioplastiklösungen, so es denn wirkliche Lösungen sind. Da gibt es eine sehr, sehr intensive Diskussion drüber. Oder eben auch sowas wie verrottbare Kleidung oder Ähnliches, die wir dann nach ihrer Nutzung eben, ohne dass allzu viel Chemikalien oder keine Chemikalien genutzt worden sind, in eine industrielle Kompostierung geben können und die dort wieder zu Nährstoffen werden. Als nur zwei Beispiele. Auf der anderen Seite die technischen Kreisläufe, das ist das, was wir landläufig gerne mal mit Recycling umschreiben. Also da werden tatsächlich nicht erneuerbare Ressourcen genutzt und das können eben Energieträger sein, aber das sind vor allen Dingen eben in dem Fall auch sowas wie Erze, Steine, seltene Erden, sonst irgendwas. Und die werden dann in Produkte eingebracht und nach dem Lebenszyklus dann wiederum letztendlich desaggregiert und werden wieder zu neuen Rohstoffen und in den Kreislauf reingebracht, sodass man sie nicht erneut abbauen muss. Und die Annahme ist, dass das eben, wenn es sich jetzt hier nicht um fossile Energieträger handelt, die verbrannt werden, sondern dass das eben dann auch im Idealfall ressourcenschonender ist und wahrscheinlich auch klimaschonender, weil wir eben nicht alles neu aus der Erde holen müssen, sondern das Ganze ja schon mal einmal angefallen ist. Ich habe Ihnen auch hier ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein sehr umfassendes Beispiel. Was Sie jetzt hier hinter mir sehen,
ist ein Mini-Mini-Schema der dänischen Gemeinde Kalundborg, beziehungsweise des Industriegebietes, des Industriedistriktes dieser Gemeinde Kalundborg. Kalundborg macht das schon seit auch mehreren Dekaden, dass die sehr erfolgreich, und die sind auch so eine Modellgemeinde dafür, werden immer wieder genannt, versuchen, Unternehmen miteinander zu verknüpfen. Dass also die Abfallstoffe des einen Unternehmens für die Rohstoffe zu den Rohstoffen des anderen Unternehmens werden. Und deswegen beispielsweise die Abwärme von einem Unternehmen dann zur Energieerzeugung im anderen Unternehmen genutzt wird und so weiter und so fort. Da ist ein sehr, sehr engmaschiges Netz entstanden, was weit über diese paar stilisierten Unternehmen hier hinausgeht, die wir hier sehen. Und die Idee ist eben, dass über eine solche konsistente Nutzung, also in dem Fall sogar über ein einzelnes Produkt hinaus, sondern wirklich eben diese verschiedensten Verknüpfungen, Verwebungen im Industriesystem, wir eine wesentlich bessere Nutzung der einzelnen Ressource haben, also insgesamt also einen Kreislauf aufbauen können und damit eben auch ökologischer wirtschaften können. Das finden Sie also, wie gesagt, auf einzelner Produktebene, wenn es um Recycling geht, aber eben auch darüber hinaus auf solcher Ebene. Und da sehen Sie natürlich jetzt auch schon, warum das teilweise so schwierig ist, weil sowas dann auch wirklich ans Laufen zu kriegen, dass die Unternehmen auch miteinander arbeiten, man auch Informationen austauscht. Wie sehen denn beispielsweise genau solche Abfallstoffe aus? Wer kann die wie gebrauchen? In welchen Mengen fallen die an? Und so weiter und so fort. Das ist natürlich relativ komplex. Jetzt habe ich als letztes für Sie noch die Suffizienzstrategie. Also erstmal, ich hatte das schon mal vorhin gesagt, so ein bisschen so dieses weniger als. In dem Fall weniger durch Verzicht, also nicht weniger durch Verzicht, sondern wir möchten weniger emittieren oder nutzen, dadurch, dass wir entweder verzichten oder beispielsweise auch auf neue Geschäftsmodelle gehen. Ich habe jetzt wieder mal ein Beispiel hier mitgebracht. Sie können das natürlich, wie gesagt, Sie können verzichten, Sie selber eben beim nächsten Grillen verzichten auf das Steak. Das wäre Suffizienz in Ihrem eigenen Bereich. Aber Sie können es natürlich auch hier auf Produktebene sich anschauen, beispielsweise langlebige Güter. Hier diese Outdoor-Marke, die hat mal damit geworben. Das ist wirklich eine Zeitungsanzeige hier gewesen. Don't buy this jacket. Kaufen Sie diese Jacke nicht. Natürlich will das Unternehmen grundsätzlich Jacken verkaufen. Der Antrieb hinter dieser Anzeige war aber, und das glaube ich tatsächlich auch sogar, also das nehme ich denen ab und das ist für mich auch tatsächlich dort intrinsische Motivation im Unternehmen, soweit ich das von außen erkennen kann, dass sie wirklich nicht mehr Jacken verkaufen wollen. Sondern dieses Unternehmen, ich meine, es ist eine Outdoor-Marke, da ist es nicht so sehr mit Mode. Sie haben nicht so schnell drehende Modeartikel, Farbe ist out oder ähnliches, da kann man sich so etwas eher leisten. Ein gewisses Upscaling, also eine höherwertigere Produktausstattung, die längerwertige Produkte sind. Damit kann man eventuell auch mehr für diese Produkte verlangen, weil sie eben länger nutzbar sind. Und man hat sich eben andere Geschäftsbereiche, die man erschließen kann. Beispielsweise durch Reparatur oder Recycling, wo unter Umständen eben auch Umsatz generiert werden kann. Darüber hinaus können wir das eben auch im unternehmerischen Eigenverhalten denken. Genauso wie Sie vielleicht auf das Stück Fleisch verzichten oder sich beim nächsten Mal von Ihrem Studentengehalt nicht die Oberklasse leisten, sondern vielleicht eher einen Kleinwagen oder vielleicht ein Fahrrad. So kann das natürlich auch Unternehmen machen. Muss es die große Dienstwagenflotte sein für den CEO, für den Unternehmenslenker immer mit dem größten und teuersten Modell oder kann der eventuell auch mit einem Mittelklassewagen arbeiten und werden den Mitarbeitern eventuell auch Dienstfahrräder zur Verfügung gestellt und dort vielleicht bestimmte Leasingangebote gemacht, anstatt dass es immer der Dienstwagen sein muss. Auch das wäre eventuell eine Umsetzung dieses Suffizienzgedankens. Sie finden das darüber hinaus dann, das hatte ich schon eingangs angesprochen, auch in Geschäftsmodellen selber, also dass mit diesen Suffizienzgedanken versucht wird, Umsatz zu machen, ein Geschäft zu machen. Und das ist dann häufig, was diskutiert wird im Bereich der sogenannten Sharing Economy. Wird auch mit kollaborativem Konsum manchmal überschrieben. Hier geht es also darum, dass wir das einzelne Gut, das einzelne Produkt anders nutzen. Das ist auch wieder so, Sie sehen das hier schon oben in der Überschrift, so ein Zwitterwesen zwischen Suffizienz und Effizienz, eher Suffizienz, aber es führt auch zu einer effizienteren Nutzung des einzelnen Produktes, Sie werden es gleich sehen. Da gibt es verschiedene Ausprägungen und da kennen Sie auch viele, viele Beispiele von. Wir nennen hier sogenannte Produkt-Service-Systeme. Idee von solchen Produkt-Service-Systemen ist es, dass diese den Konsumenten dazu befähigen sollen, die Vorteile der Nutzung von Sachgütern eben zu ziehen, also dass diese Vorteile zu nutzen, dafür zu zahlen, ohne Eigentümer der Produkte zu sein. Das heißt, wir haben eine eigentumslose Nutzung von bestimmten Gütern.
Es funktioniert insbesondere vor allen Dingen bei hochwertigeren oder teureren Gütern, die eben nicht verbraucht werden. Es müssen eben Nutzungsgüter, Gebrauchsgüter sein. Und das kennen wir aus dem Beispiel Carsharing, das kennen wir aus dem Beispiel Bikesharing. Mittlerweile auch das sehr notorisch wiederum diskutierte E-Scooter-Sharing, wenn die mittlerweile überall rumstehen. Also die Idee ist ja, dass das einzelne Fahrzeug nicht besitzt wird von einem Einzelkonsumenten, sondern von einem Unternehmen. Es gibt auch noch andere Modelle, aber nehmen wir jetzt mal die Unternehmensmodelle. Und die davon eben ein Geschäftsmodell daraus machen, dass sie es mehreren Kunden zur Verfügung stellen und das einzelne Fahrzeug dadurch wiederum besser genutzt wird und damit eben auch umweltfreundlicher genutzt wird, weil eben vielleicht kein zweites Fahrzeug hergestellt werden muss und das Ganze energieeffizient dann vonstatten gehen kann. Dann haben wir die sogenannten Redistributionsmärkte als zweites Beispiel hier unserer Suffizienzstrategie. Hier haben wir den Fokus vor allen Dingen darauf, dass diese Märkte die Konsumenten dazu befähigen sollen, Sachgüter weiterzuverkaufen. Das heißt, wenn ich mit dem Gut nicht mehr zufrieden bin, wenn ich es nicht mehr brauche, wenn ich es nicht mehr haben will, kann ich es natürlich in die Verwertung geben, zum Wertstoffhof oder sonst irgendwo. Wenn wir Elektronik geben, gebe ich es in die Elektroniktonne oder sowas. Oder ich kann es eventuell sogar noch für einen kleinen Obolus verkaufen. Vielleicht gewinnbringend oder ich kann es vielleicht sogar verschenken. Auch da finden wir verschiedenste Geschäftsmodelle in diesem Bereich. Und auch hier ist die Idee, die Lebensdauer des einzelnen Produktes zu verlängern und damit eben ganz anders damit umgehen zu können. Und das letzte Beispiel wären das die sogenannten kollaborativen Lebensstile. Die Idee ist jetzt hier, dass damit Konsumenten dazu befähigt werden sollen, weniger greifbare Güter wie beispielsweise Fähigkeiten, Zeit, Erfahrung oder auch Fläche, Raum untereinander auszutauschen. Das finden Sie in solchen regionalen Aktivitäten. Ich habe mir hier unten mal das Logo des Zeittausches im Kreis Sindelfingen mitgebracht. Und das finden Sie vielleicht auch oder kennen Sie vielleicht auch aus anderen Bereichen, wo dann gesagt wird, okay, ich biete an 2 Stunden Rasenmähen, du gibst mir 2 Stunden Kinderbetreuung. Oder die Installation der IT bei mir zu Hause gegen Kuchenbacken. Irgendwas in diese Richtung. Wäre ein solcher kollaborativer Lebensstil, wo man dann eben suffizienter mit seinen eigenen Ressourcen haushaltet. Oder eben auch sowas wie Couchsurfing oder sogar zumindest in den Anfängen, Airbnb hat mal so angefangen. Das war ursprünglich mal dieses Credo von Airbnb. Das hat sich natürlich sehr stark davon mittlerweile weiterentwickelt und kann man sicherlich nicht mehr in einen kollaborativen Lebensstil dort einbringen, wenn dort Wohnungen extra dafür vorgehalten werden, ganze Hotels in diese Richtung gehen. Aber ursprünglich war das tatsächlich auch mal das in diese Richtung propagiert wurde. Auch das sind, wie gesagt, jetzt verschiedenste Beispiele für Suffizienz auf der Ebene von Geschäftsmodellen tatsächlich. So, wenn wir jetzt aber natürlich wissen möchten, welche Strategie ist für uns die beste oder wo setzen wir eventuell sogar an, denken Sie nochmal am Anfang an Scope 1, 2, 3. Genau da können wir jetzt wieder dran ansetzen, dass wir überlegen sollen, welcher dieser Scopes ist denn für uns am relevantesten, wo haben wir denn die größten Hebel, wo sind die größten Stellschrauben, wo kann ich am meisten erreichen? Wenn Sie das rauskriegen wollen, dann können Sie sogenannte Lebenszyklusanalysen durchführen. Solche Lebenszyklusanalysen ermöglichen eben die Bestimmung der wichtigsten Handlungsfelder und das ist auch etwas beispielsweise, was dieser Grafik zugrunde lag, die ich Ihnen mit den Lampen vorhin gezeigt hatte. Glühlampen versus LED. Da steckte eine Lebenszyklusanalyse der Umweltbelastung hinter. Das ist also ein konkretes Beispiel als Ergebnis einer solchen Lebenszyklusanalyse. Und dann können wir eben aus solchen Analysen unterschiedliche Ansatzpunkte rausziehen, wo wir am ehesten etwas ändern können. Als Unternehmen, eventuell sogar als Endverbraucher, aber eben wir sind ja jetzt im unternehmerischen Klimamanagement. Wenn wir beispielsweise hohe Emissionen, also wir nehmen an, wir machen so eine Lebenszyklusanalyse für unser Unternehmen, für ein bestimmtes Produkt jetzt erstmal. Wenn wir herausfinden, dass wir besonders hohe Emissionen bei den Rohmaterialien haben, dass die also für einen Großteil unserer Emissionen verantwortlich sind, dann sagt uns eine solche Lebenszyklusanalyse, dass wir eventuell einen großen Hebel hatten, wenn es eben möglich ist, beispielsweise den Materialeinsatz zu verringern, also weniger dieser Rohstoffe einzusetzen oder andere Rohstoffe, die eventuell weniger emissionsanfällig sind, dann wäre das eine sinnvolle Maßnahme, die wir dann aus einer solchen Lebenszyklusanalyse ableiten können. Oder wenn wir herauskriegen, dass wir hohe Emissionen bei unseren Produkten in der Produktion haben,
Wenn wir also wissen, wir haben Prozesse, wir setzen Fließbänder, Maschinen, Roboter und so weiter ein und wir haben sehr hohe Emissionen, weil die sehr, sehr energieaufwendig sind, dann haben wir eventuell tatsächlich dort Antriebe zu sagen, okay, wir schauen uns mal unsere eigenen Prozesse an, in unseren Werken. Das ist etwas, was übrigens relativ häufig in den Anfängen tatsächlich solcher Umweltbewegungen gemacht wurde, in Unternehmen, dass geguckt wurde, wo haben wir beispielsweise Druckluft, die verloren geht und wo man relativ einfach mit simplen Maßnahmen sehr viel Emissionen, aber auch sehr viel Kosten sparen kann. Das sind die einfachen natürlich, die funktionieren sehr, sehr gut, die sind auch leicht im Unternehmen umzusetzen, aber das kann man tatsächlich eventuell auch durch solche Lebenszyklusanalysen herausfinden. Und ein drittes Beispiel, wenn wir beispielsweise hohe Emissionen in der Produktnutzung haben. Wenn also unser Produkt gar nicht so sehr bei den Rohstoffen, bei der Produktion irgendwie große Emissionen freisetzt, sondern eben in der späteren Verbrauchsphase, dann haben wir eventuell da die Möglichkeit, die Produkte zu verändern, auszutauschen, Innovationen. Da wäre das Beispiel der Glühlampe. Wir wissen dann eben bei der Glühlampe, dass sie sehr stark energieanfällig ist. Das meiste wird für das Heizen des Glühstabs aufgebraucht. Das ist höchst ineffizient. Die konnten sie damals ja nicht anfassen, diese Glühlampen. Eine LED können sie wunderbar anfassen. Das ist ein direkter Indikator dafür, wo dieses Produkt energieeffizienter geworden ist, weniger Treibhausgase ausstößt. Und das wäre ein Beispiel für ein solches Ergebnis einer Lebenszyklusanalyse in der Produktnutzungsphase. Und genau das haben Sie vorhin ja auch gerade auf der Grafik gesehen. Dafür gibt es jetzt auch verschiedene Standards. Das heißt, das ist etabliert. Das heißt nicht, dass es einfach ist, so eine Lebenszyklusanalyse durchzuführen. Da gehören vielfältige Annahmen zu. Es müssen wahnsinnig viele Daten aufbereitet werden. Sie müssen ja eben auch beispielsweise wissen, was kommt von meinen Zulieferern rein, wie energieeffizient ist das, was meine Zulieferer machen, wie nutzen in die andere Richtung meine Kunden diese Produkte. Also das müssen Sie wissen, teilweise Annahmen treffen und so weiter und so fort. Das ist hochkomplex, aber es gibt Hilfestellungen. Es gibt tatsächlich Standards, internationale Standards, die das auf Produktebene machen beispielsweise oder die es eben auch auf Unternehmensebene machen, an die man sich wenden kann. Und das machen auch relativ viele Dienstleister, die man damit beauftragen kann, die sich darauf spezialisiert haben. Ich habe Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht von solchen Lebenszyklusanalysen und von deren Ergebnisse. Vielleicht überrascht Sie das eine oder andere, vielleicht kennen Sie sie auch schon. Das erste, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist das Beispiel Waschmittel. Was Sie jetzt hier auf der Folie sehen, ist im Prinzip der Lebenszyklus von Waschmitteln. Sie sehen ganz links Rohstoffe, dann haben wir die Produktion, dann haben wir die Logistik, die Anwendung der Waschmittel und ganz, ganz rechts sehen Sie die Entsorgung der Waschmittel. Und hier ist jetzt mal gefragt worden, es ist zwar eine repräsentative Umfrage, die wurde dann gemacht unter Verbrauchern. Was glauben Sie, in welcher Teil dieser Wertschöpfungskette, also von der Produktion, also von den Rohstoffen, der Produktion, Logistik und so weiter bis zum Entsorgen, welcher Teil dieser Wertschöpfungskette hat denn den größten CO2-Fußabdruck? Und das, was Sie jetzt hinter mir in Grau sehen, sind die Ergebnisse dieser Befragung. Die meisten Leute gehen dafür an, dass der größte CO2-Fußabdruck in der Entsorgung von Waschmitteln entsteht und der zweitgrößte Bereich dann schon deutlich abgeschlagen in der Produktion. Die Lebenszyklusanalyse, die man jetzt aber mal durchführt, zeigt ein vollständig anderes Bild. Und das sind die realen Zahlen. Der weitaus größte Teil der CO2-Emissionen in Verbindung mit Waschmittel, mit dem Produkt Waschmittel, manifestiert sich im Bereich der Anwendung. Das heißt, wenn Sie oder ich zu Hause waschen. Und zwar schlicht und einfach beispielsweise in der Temperatur, mit der wir waschen. Natürlich ist eine 30-Grad-Wäsche viel, viel energieärmer als eine Kochwäsche. Und wenn es dann möglich ist, dem Hersteller dieser Produkte ein Produkt anzubieten, mit dem sie eben auch bei niedrigen Temperaturen das reinkriegen, also die Wäsche wieder weiß kriegen, ganz simpel gesprochen, und das Ganze eben auch noch hygienisch ist, dann haben sie da den wesentlich größeren Hebel, als wenn sie beispielsweise in der Produktion ansetzen, die nur einen Bruchteil der CO2-Emissionen tatsächlich in der Realität ausmachen, auch wenn es in den Köpfen der Menschen anders aussieht. Jetzt kommt da noch ein zweiter Aspekt hinzu. Wenn Sie ein solches Produkt jetzt haben, und die Industrie ist da tatsächlich sehr, sehr gut geworden mittlerweile, denke ich, wir haben vielfach Produkte, die so gut sind, dass wir eben mit sehr niedrigen Temperaturen waschen können, anders als das noch vor 20, 25, 30, 40 Jahren der Fall war, dann müssen wir das tatsächlich auch noch an den Verbraucher bringen, weil auch da haben wir wieder so einen Punkt, das ist gar nicht so leicht in den Köpfen umzusetzen, dass man den Leuten sagt, du brauchst keine Kochwäsche nutzen oder es reicht, wenn du jede 10. Wäsche zur Kochwäsche machst. Auch das ist etwas, was eventuell aus einer solchen Lebenszyklusanalyse herauskommen kann, wenn man mal hier die Realität mit den Vorstellungen der Menschen abgleicht und guckt, wo man dann ansetzen muss, um das Ganze effizienter zu machen, emissionsärmer zu machen.
Das zweite Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist jetzt hier das Beispiel Getränkeverpackungen. Getränkeverpackungen ist deswegen ganz interessant, weil das ist historisch gesehen, sind das so die ersten Produktkategorien, mit denen überhaupt solche Lebenszyklusanalysen auf Produktebene durchgeführt worden sind. Die standen also als allererstes im Fokus. Die Ergebnisse sind sehr, sehr robust mittlerweile. Auch da wieder, es kommt natürlich sehr stark auf bestimmte Annahmen an, aber da haben wir sehr, sehr robuste Ergebnisse. Und die Frage, die jetzt dahinter steht, ist dann zum Beispiel, welches Verpackungsmaterial für Getränkeverpackungen ist denn am umweltfreundlichsten? Plastik, also PET oder sowas, oder Glas? Einweg oder Mehrweg? Und auch hier landläufig viele, viele Leute glauben, dass Glas am umweltfreundlichsten ist. Das ist aber pauschal so nicht zwangsläufig richtig. Es gibt nicht die ideale Flasche. Hier kommt es sehr, sehr stark auf die Nutzungsbedingungen tatsächlich drauf an. Welchen Transportweg muss das Ganze zurücklegen beispielsweise? Wie oft wird eine Flasche wiederverwertet oder wieder benutzt? Was ist die Recyclingquote oder ähnliches? Und dann ist es eben tatsächlich so, dass die Umweltschäden je nach Annahme auf sehr vergleichbarem Niveau liegen und dass unter Umständen die PET-Flasche sogar deutlich umweltfreundlicher sein kann als die Glasflasche je nach Nutzungsbedingungen. Glas ist also nicht per se umweltfreundlicher oder vorteilhafter. Es ist extrem energieaufwendig in der Herstellung und eventuell auch im Recycling, wenn Sie es wieder einstellen müssen, also einschmelzen müssen. Denken Sie jetzt hier nochmal an die Folie, die ich Ihnen eingangs schon mal gezeigt hatte, wo es um den Energieverbrauch in der deutschen Industrie ging. Da war Glasverarbeitung, Keramik und ähnliches bereits auf der zweiten Stelle. Das spielt sehr stark hier rein. Glas ist also nicht unbedingt umweltfreundlicher. Es kommt eben auf die Umwelt, auf die Umstände drauf an. Gerade wenn Sie längere Transportdistanzen haben, ist auch das Gewicht ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Und Plastikflaschen sind sehr viel leichter. Wenn Sie jetzt das Ganze regional machen, dann sieht es wiederum anders aus. Da kann Glasflasche sinnvoller sein, insbesondere wenn es Mehrwegflaschen sind. Und wenn diese Mehrwegflaschen eben häufig genug tatsächlich wiederum genutzt werden, bevor sie wiederum eingeschmolzen werden und da wieder sehr stark Energie für die Neuformung genutzt werden muss. Ein, denke ich, auch sehr, sehr plastisches Alltagsbeispiel von dem Nutzen einer solchen Lebenszyklusanalyse. Und das letzte Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, oder für eine solche Lebenszyklusanalyse, sind die Smartphones. Diese notorischen Mobiltelefone, die wir alle bei mir haben. Ich habe es bewusst mal so abseits gelegt, damit ich hier während der Vorlesung nicht gestört werde. Und hier haben wir mal einen Hersteller, der das Ganze auch mal durchexerziert hat, eine solche Lebenszyklusanalyse für sein Produkt gemacht hat. Und hier stand die Frage im Hintergrund, wo haben wir denn die Hotspots? Das heißt, wo sind die Hebel, genau die Hebel, an denen wir am ehesten ansetzen müssen, wenn wir unser Produkt umweltfreundlicher machen wollen? Und das Ergebnis war wie folgt. Ungefähr 50% der Treibhausgasemissionen eines Mobiltelefons, eines Smartphones, eines Handys im gesamten Lebenszyklus dieses Handys fällt bei der Ladung an, durch den Strom, der eben für die Aufladung des Handys genutzt werden kann. Wenn wir dazu noch die Netzwerknutzung rechnen, also alles, was an Datentransfer, Cloud-Services, Server und so weiter alles noch mit reinfallen, dann wäre diese Zahl noch sehr viel höher, wenn das eben auch noch in diesen Berechnungszyklus einberechnet, also eingenommen würde. Dann ein ganz spannender Fakt noch, der Austausch eines LCD-Displays erhöht die Treibhausgasemission ungefähr um 11%. Ist ja auch ganz spannend. Ne? Was heißt das für uns? Handlungsempfehlung, lassen Sie Ihr Handy bitte nicht fallen. Ja? Wenn Sie das ganze LCD, also das Display austauschen wollen, haben Sie schon wieder 11% Treibhausgase mehr emittiert. Ja? Jetzt müssen wir natürlich auch dann darauf eingehen, dass hier, wenn wir das jetzt auf Treibhausgase fokussieren, das ist natürlich nicht die einzige Umweltauswirkung. Wir können auch sowas wie chemische Materialien, Toxizität haben, auch die Frage von Sozialauswirkungen in der Herstellung, welche Mineralien werden eben gefördert beispielsweise, wo werden sie gefördert, wie werden sie gefördert. Auch das kann man mit Lebenszyklusanalysen berechnen, das heißt, die müssen sich nicht auf das Thema Treibhausgase beschränken. Aber dann wird es natürlich umso viel komplexer und dann wird natürlich eventuell auch die Handlungsempfehlung komplexer, wenn wir eventuell sogar solche Bereiche rausfinden, die sich eventuell miteinander beißen. Wenn man also sagt, okay, wir können so auf diese Art und Weise weniger Treibhausgase emittieren, haben dann aber vielleicht jetzt rein hypothetisch gesehen toxischere Materialien oder ähnliches. Das ist etwas, was tatsächlich solche Lebenszyklusanalysen zumindest einmal aufdecken können, potenziell. So, ich komme so langsam Richtung Ende meiner Veranstaltung heute. Wenn wir jetzt uns das Unternehmen als Ganzes angucken, dann können wir jetzt als Nächstes die Frage stellen, wie erreichen wir denn diese Ziele, die ich Ihnen eingangs mal beschrieben habe. Das heißt, wie können wir beispielsweise klimaneutral werden oder wie können wir solche relativen Ziele erreichen? Jetzt haben Sie einiges schon in den Beispielen, die ich Ihnen mitgegeben habe, gesehen.
Wir können die Klimaneutralität, wenn wir das mal als Oberziel setzen, das wir erreichen wollen, entweder durch Reduktion erreichen oder wir können auch noch kompensieren, ergänzend. Warum? Wie sieht das Ganze aus? Zunächst einmal müssen wir natürlich wissen, wie viel emittieren wir überhaupt. Da kann man einen solchen CO2-Fußabdruck berechnen, genau mit solchen Methoden, die ich Ihnen gerade eben vorgestellt habe, auf Unternehmensebene dann. Und wenn wir den kennen und wenn wir auch wissen, wo fällt etwas an, bei uns, bei unserem Zulieferer, durch die Energie, die wir zukaufen oder was auch immer, dann können wir überlegen, Maßnahmen umzusetzen. Das heißt, wir können den Energieverbrauch beispielsweise senken, wir können die Nutzung erneuerbarer Energien erhöhen. Das wären tatsächlich direkte Vermeidungsmaßnahmen von CO2-Emissionen, von Treibhausgasemissionen. Und darüber hinaus gibt es in vielen Unternehmen wahrscheinlich auch einen Bereich, den sie schwer vermeiden können, weil sie sonst die sämtliche Produktionstätigkeiten einstellen müssten. Dann kann man durchaus auch kompensieren. Es gibt dort Mechanismen. Ja, es wird ja ab und zu wird das mal ein bisschen sehr negativ als Ablasshandel, moderner Ablasshandel bezeichnet. Man kauft also ein Zertifikat und sagt dadurch, okay, meine Produktion ist jetzt in der Nettobetrachtung gesehen durch diese Zertifizierung CO2-neutral geworden oder treibhausgasneutral geworden. Das ist natürlich nicht in dem einzelnen Prozess richtig, aber die Idee ist dahinter, dass ich mir quasi woanders die Klimagase einspare, diese Maßnahmen tatsächlich fördere durch entsprechende Ausgaben und dadurch im Prinzip einen Nachweis kriege, dass ich woanders etwas gespart habe. Es gibt auch viele Probleme, die damit verbunden sind. Ist es wirklich eine zusätzliche Reduktion, die woanders getätigt wäre, die nicht sonst auch getätigt worden wäre? Es gibt also sehr viele Detailfragen, die dort sind, aber es ist sicherlich auch eine Maßnahme, die ergänzend funktionieren kann und die durch dann in diesem Fall woanders vielleicht sogar Klimaschutz fördern kann. Und auch das kann sinnvoll sein, weil letztendlich ist es wahrscheinlich egal, wo wir genau jetzt unsere CO2-Emissionen reduzieren, solange wir sie absolut reduzieren. So, jetzt habe ich am Ende für Sie noch ein paar Beispiele mitgebracht, wie das Unternehmen denn tatsächlich tätigen. Das heißt, wie sieht im Tagesgeschäft unternehmerisches Klimaschutzmanagement aus? Das erste Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist das Beispiel E-Mobilität. Machen viele Unternehmen. Ich habe jetzt hier das Beispiel mal einfach nur exemplarisch rausgenommen für eins von vielen Unternehmen. Das werde ich gleich bei den anderen auch machen. Die Deutsche Post, 2019, 10.000 der Street-Scooter, da haben Sie wahrscheinlich auch schon was von gehört, diese kleinen Lieferwagen, die zusammen mit der RWTH Aachen entwickelt und gebaut worden sind, die auch sehr stark in den Schlagzeilen waren. Auch da gibt es eine große Diskussion drüber, ne? Aber es ist eben das Thema E-Mobilität. E-Bikes, das sehen Sie auch hier auf dem Bild, E-Trikes, solche Lastenfahrräder. Und damit hat die Deutsche Post 36.000 Tonnen CO2-Äquivalente jährlich insgesamt einsparen können über das Thema E-Mobilität als ein Beispiel möglicher Maßnahmen im unternehmerischen Klimaschutz. Zweites Beispiel habe ich Ihnen jetzt hier mitgebracht, energieeffiziente Gebäude. Was Sie dort sehen, ist der neue Campus von Alnatura in Darmstadt. Das ist ein Gebäude, was mehrere Preise gewonnen hat, was die höchste Zertifizierung für umweltfreundliches Bauen erreicht hat. Es nutzt Geothermie für die Heizwärme, natürliche Baumaterialien. Wir haben sehr stark mit Holz, wir haben Lehm, der verbaut worden ist. Wir haben eine natürliche Belüftung, es ist eine Photovoltaikanlage und so weiter und so fort. Und damit haben wir hier eben, oder hat Alnatura hier, ein sehr sehr, sehr energieeffizientes Gebäude bauen können, was natürlich auch dann insgesamt dem Unternehmen hilft, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern. Oder das Beispiel Nutzung regenerativer Energien. Ich hatte es vorhin auf einer Folie schon mal kurz angesprochen, auch das kann natürlich etwas sein. Weil die fossile Energieträger, der Verbrennung fossiler Energieträger ist ja eigentlich das Kernproblem, was wir uns hier anschauen. Wenn wir dann regenerative Energien investieren, kann das eine Lösung dafür sein. IKEA beispielsweise hier erzeugt regenerative Energien und das sind eigene regenerative Energien. Also IKEA erzeugt seinen eigenen Strom. Auch da denken Sie wieder an dieses Scope 1, Scope 2. Wir rutschen damit jetzt in den Scope 1, weil IKEA eben seinen eigenen Strom produziert. Hat dafür in ungefähr 10 Jahren 2,5 Milliarden, das ist tatsächlich eine korrekte Zahl, Euro investiert und produziert bereits mehr Energie, als die eigenen Geschäfte benötigen. Nicht als sämtliche Geschäftsbetriebe in der Wertschöpfungskette, aber zumindest was die eigenen Geschäfte benötigen, ist also im Prinzip ein Nettoproduzent, wenn Sie so wollen. Und als letztes habe ich Ihnen das Thema energieeffiziente oder eben auch konsistente Prozesse mitgebracht.
Bei Produkten haben wir uns das jetzt zum Teil schon angeguckt. Auch die Prozesse haben wir uns angeguckt, als ich Ihnen von Kalundborg erzählt habe. Hier sehen Sie das mal für das Unternehmen BASF, das Sie alle kennen, der Chemieriese. Insbesondere hier, das was Sie jetzt da sehen, ist ein Teil des Stammwerks in Ludwigshafen. Und dort werden eben verschiedenste Prozesse schon im Werk integriert, so ähnlich wie Sie das in Kalundborg gesehen haben. Genau auf dieselbe Art und Weise. Nutzung von Abwärme beispielsweise als Energie, von Reststoffen als Rohstoffe und so weiter und so fort. Also genau diese Idee, Kreisläufe zu schließen oder effizienter zu werden. Auch da sind Sie in so einem Hybrid zwischen Effizienz und Konsistenz, je nachdem, wie das genau ausgestaltet wird. Damit sparen die tatsächlich jährlich 18 Millionen Megawattstunden Energie ein, 3,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente in den Emissionen und 1 Milliarde Euro an Kosten. Das sind verschiedenste Beispiele für ganz konkrete Maßnahmen im unternehmerischen Klimamanagement oder Klimaschutzmanagement. Jetzt müssen wir aber uns überlegen, wie können wir so etwas tatsächlich hinkriegen, dass das von einer Einzelmaßnahme und von einem temporären Aktionismus wegkommt. Und da wird, und damit schließe ich jetzt diesen letzten Teil, bevor ich kurz zum Fazit komme, damit wird häufig das Thema Umweltmanagementsysteme angesprochen. Es gibt tatsächlich Systeme, die Sie auch zertifizieren lassen können. Das sind jetzt keine technischen Systeme, sondern es geht eben um einen Prozess, den man extern zertifizieren lassen kann, wo dann ein Auditor ins Unternehmen kommt und sagt, ja, du hältst dich an die Regeln im Prinzip, die einem sagen, wie man ein gutes Umweltmanagementsystem aufsetzen kann oder auch ein Energiemanagementsystem. Da gibt es extra Systeme und Standards für. Und die funktionieren nach dem sogenannten Plan-Do-Check-Act-Zyklus. Den sehen Sie jetzt hier hinter mir aufgezeichnet. Man zeichnet das auch manchmal als Deming-Zyklus oder ähnliches. Es geht hier um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, so die Theorie, die Idee, die damit in Gang gesetzt werden soll. Wir fangen oben links mit der Planung an, das heißt, das Umweltmanagementsystem wird geplant. Welche Anforderungen haben wir? Welche Ziele möchten wir erreichen? Das heißt, wir setzen uns auch Ziele und entwickeln Maßnahmen. Dann werden die als nächstes, das sehen Sie oben rechts, im Unternehmen umgesetzt. Das heißt, diese Maßnahmen werden durchgeführt, es werden Verantwortlichkeiten festgelegt, Mitarbeiter geschult, Notfallpläne etabliert und so weiter. Dann wird nach einer gewissen Zeit das Ganze einer Überprüfung unterzogen. Das ist dieser Check-Part. Also es wird die Wirksamkeit versucht zu messen an verschiedenen Metriken, die man dort nutzen kann. Es wird das Ganze versucht zu überwachen. Es werden interne Audits durchgeführt. Und am Ende ist die Idee, das sehen Sie dann unten links wiederum, einen Verbesserungsprozess anzustoßen. Das heißt, wir gucken an, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie viel haben wir unsere Ziele erreicht, wodurch haben sie nicht erreicht. Es werden Korrekturmaßnahmen entwickelt und dann wieder neu in die Planung einzusteigen, wiederum oben links zu landen, um das Ganze eben kontinuierlich zu verbessern. So, wie gesagt, die Idee, die Theorie hinter solchen Managementsystemen, das gibt es als Umweltmanagementsystem, das gibt es ganz spezifisch auch als Energiemanagementsysteme, es gibt es auch als Sozialmanagementsysteme beispielsweise. Auch die haben ihre Tücken in der Anwendung und sie werden nicht von allen Unternehmen gleich sinnvoll und gut genutzt. Und wir finden auch Negativbeispiele, wo da überhaupt nichts verbessert wird. Aber insgesamt ist die Idee eigentlich eine intelligente, dass versucht wird, das wirklich dauerhaft in Prozesse in Unternehmen einzubinden und nicht eben nur isoliert in einzelne Maßnahmen mal hier und da irgendetwas zu tun. Die Idee ist eben, dass man damit wirklich auf Dauer mehr schafft und eben einen solchen Verbesserungsprozess anstößt. Meine Damen und Herren, damit bin ich am Ende meiner Veranstaltung angelangt. Lassen Sie mich ein kurzes Fazit ziehen. Unternehmerisches Klimamanagement, unternehmerisches Klimaschutzmanagement ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Element im Kampf gegen den Klimawandel. Wir haben anfangs gesehen, was Unternehmen tatsächlich für einen Hebel haben, was sie emittieren, was sie ausstoßen. Unternehmen sind natürlich auch ganz wichtige Akteure, weil sie andere Akteure beeinflussen. Andere Unternehmen über sowas wie eben die Frage nach dem Scope 2, Scope 3, bei wem kaufe ich meine Energie, wo kaufe ich meine Rohstoffe beispielsweise. Sie beeinflussen uns als Konsumenten und Ähnliches. Aber ich unterstreiche jetzt hier zwei- oder dreimal, wenn ich es könnte, hätte ich es auf der Folie gemacht, ein wichtiges Element natürlich nur im Klimaschutzmanagement. Es gibt genug Unternehmen, die sehr, sehr weit hinten dran hängen, wo wir diese vielen Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, noch lange nicht finden, wo es noch einen sehr, sehr weiten Weg gibt, wo wir auch noch keinen großen Antrieb haben, wo teilweise auch die Risiken und Chancen noch nicht erkannt werden. Und so ist es eben auch, dass solche Risiken und Chancen für Unternehmen erstmal übersetzt werden müssen. Beispielsweise durch die Klimaschutzpolitik.
dass eben ein Preis auf CO2 oder CO2-Äquivalente auf Treibhausgase gesetzt wird. Das wäre ein direkter Hebel, um daran anzugreifen. Wir nehmen wirklich dann auch die, die bisher dem ganzen Thema eher fernstanden, dazu mehr oder weniger zu zwingen, so etwas durchzuführen. Oder eben Sie oder ich habe das auch schon mehrfach angesprochen, fragen Sie nach, schauen Sie nach, was verbrauchen Sie, welches Produkt ist eventuell besser, wo habe ich Alternativen. Gerade die Studierenden unter uns, fragen Sie Ihren künftigen Arbeitgeber, wie sieht es denn aus? Schauen Sie mal vielleicht in einen Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens, so es ein größeres Unternehmen ist, haben Sie gute Chancen, dass so etwas veröffentlicht wird? Was steht denn da drin? Halten Sie das für sinnvoll? Wer macht eventuell etwas besser? Und auch das sind wichtige Bausteine, die letztendlich dann den oberen Teil, den unternehmerischen Klimaschutz beeinflussen können, genauso wie das natürlich umgekehrt der Fall ist. Insgesamt so die Idee, so die Zielvorstellung, schaffen wir es dann eben den Klimawandel aufzuhalten im Idealfall. Ob uns das gelingt, wird die Zeit zeigen. Ich hoffe es sehr. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie hatten einigermaßen Freude an dieser Vorlesung. Herzlichen Dank.